Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Chris wieder. Moin. Jo, wir sind mal da schon am Aufsammeln von den Ballen und jetzt haben wir gesagt auf Feld 20 wegen Wickeln. Das ist gleich da noch ein Kreisverkehr. Also mit dem Gespann wird es ein bisschen eng da im Kreisverkehr. Wo genau soll es hin, dann ist wurscht, hab's aufs Alt oder wie? Ja, halt randmäßig. Wenn wir halt direkt gleich dann mit der Bunde aber dann anfangen können, dann ist relativ früh halt dann. So, dann sammeln wir mal weiter auf und dann schauen wir weiter. Vielen, vielen lieben Dank für euren ganzen Support unter den letzten Videos und jo, dann schauen wir mal, wie viel Ball wir insgesamt da gepresst haben. Ja gut, das ist so um die, ja, das, wahrscheinlich werden wir auch so einfach schon rumkommen mit der Silage, die wir uns gekauft haben, weil sicher, sicher. Ja. Und der Nice Patch ist auch draußen vom LS. Ja. Jetzt dankt es eben die Uhrzeit beim Chat und beim Joinen und ja. Das heißt, das ist irgendwie witzig, aber irgendwie anders als nur. Ja, was ist noch neu im Patch, hat man gesagt. Irgend ein paar Fahrzeuge sind neu. So, dann ist der zweite Ladebogen oder halt der zweite Ballenbogen auch schon wieder voll. So, sind 28 Ballen. Was haben wir dann eigentlich noch zu machen, wenn wir mit Ballen wickeln fertig auch sein?
runter. So. Über dann könnten wir schon mit der Bodenbearbeitung anfangen. So an sich. Ja, aber ich glaube, das wird die ganze Aufnahmesession da mitwickeln und aufsagen. Oh, falsche. Falsche Taste. Ja. So. Schau mal. Jo. Aber ich glaube, die anderen zwei, die kommen irgendwie so gefühlt, dass sie ja nicht mehr zum Dreschen oder so. Na. Ja. Ist die an Grasfläche hier? Das ist ein bisschen Zeug, was die brauchen eigentlich. Ja. Wir sollten es auf jeden Fall unterbringen. Ja. So. Dann sind wir mit dem Feld auch gleich bald einmal fertig. Den Ladewagen oder halt den Ballenwagen noch voll und dann sind noch ein paar da. Willst du dich dann ein wenig so ums Dreschen und sowas kümmern? Ja, mach ich dann. Die Ballen, das wird nur wegen Abwechslung ist. Ja. Weil dann kannst du nämlich dreschen lassen und währenddessen ein Stroh abfahren und verkaufen. Ja. So, jetzt sind noch 4 Ballen da auf dem Feld und dann noch das andere. Lass da dann 942 mit dem Ding da drauf, obwohl. Nämlich mit den 6 R von. Ballen. Ich dachte, den 942 und dann. Aber lass den Ladewagen dann am Feld stehen. Ja. Also dann das Stroh aufsammeln und dann verkaufen. Was gesagt, gell? Ja. Am 4. Beim besten Preis halt. Ja gut, das ist das einzige Stück, wo man. Thank you.
gehört uns ja gar nicht. Das gehört den anderen. Ups. Ja, Moment. Kannst du eigentlich gleich mal mit der Bodenbearbeitung dann anfangen? Ja. Mach ich dann. Gleich mit dem Flug um Eiern. Wenn ich mal pflügen, müssen wir halt nicht mehr Unkraut spritzen. Ja. So, dann ist das Feld fertig, dann geht's aufs nächste. Doch mal, glaube ich, nochmal so verbeugen. Ich habe mir die ganze Zeit überlegen, ob wir nicht die 16, 14 und 15 zusammenlegen. Oder ob wir bei der einen Wiese, bei der Fangwiese unten ist ja so relativ gerade. Ja. Ob wir dann da einfach Feld draus machen. Mhm. Also entweder zusammenlegen oder Feld aus der Teil aus von der Bergwiese machen. Ja, müssen wir schauen. Da über den Hügel laufen mit dem Bollenwagen ist ein bisschen schwer. Du warst halt schon 450 PS. Mhm. Ich bin ja echt gespannt, wie die anderen das machen, weil die ihren Hang da mit den kleinen Maschinen, wo die haben, da machen. Weiß ich nicht, gar nicht. Jetzt haben wir da noch eins. Zwei. Drei. Vier.
6 Bollen und dann sind wir fertig mit Bollen. Da kann ich mich um die Bodenbearbeitung kümmern. So, aber wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, dann lasst so gerne eine Bewertung da. Schaut gerne bei Jana vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.